Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Der zweite Versuch der Challenge Nummer 17 ist es, glaube ich. Werden wir gleich sehen. Waka Waka, den Namen habe ich mir gemerkt, die uns beim letzten Mal ganz schön gehörig den Hintern versohlt hat. Im Gegensatz zu den meisten anderen Challenges, die wir dann doch ganz gut absolvieren konnten, war die tatsächlich nicht so einfach. Also Versuch Nummer 2, wir schauen einfach mal und es ist tatsächlich die Challenge Nummer 17. Ich hatte recht, okay. Waka Waka. Wir erinnern uns, es ist die Challenge mit diesem, wie soll ich das nennen, Antigravitationsgedöns und die Tränen, die ziehen Gegner an und Items und überhaupt, also eigentlich im Prinzip alles, unter anderem zum Beispiel auch solche Trollbomben. Oh, tschüss. So, haben leider schon direkt wieder ein Leben verloren, aber es hätte sich ja lohnen können, in den Raum reinzugurken. Hat es jetzt leider in dem Fall nicht so in etwa funktioniert das Ganze. Jetzt ist die Frage, ja doch, ich will das einsammeln. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob ich das wirklich möchte. Denn mit weniger Leben kann das manchmal ja durchaus ganz praktisch sein, wenn man zum Beispiel in Boss-Challenge-Räume rein möchte, aber erstmal ist das sehr unwahrscheinlich, auf diesem Stockwerk einen Boss-Challenge-Raum zu haben. Und eine Horde of Babylon habe ich auch nicht, das heißt auch dafür kann sich das eigentlich nicht lohnen. Stattdessen könnte ich sehr schnell draufgehen hier bei der Aktion. Zum Beispiel, wenn ich denen die Viecher entgegenwerfe, die Tränen entgegenwerfe und die dann nicht ordentlich töte, bevor sie bei mir sind, so wie das irgendwie passieren kann. Oder solche Fliegen. Oh Gott, ich hasse diese Fliegen. Au, 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 au. Ich schieße mal einzelne Tränen und hoffe, dass ich das irgendwie gebacken kriege. So vielleicht auch, ja. Also ich könnte natürlich die ganze Zeit einfach einzelne Tränen schießen. Ich glaube, das wäre insgesamt einfacher, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Oh Gott, das sind nicht die Gegner, die man für solche Runs haben möchte. Wenn die angezogen werden, ist das besonders unschön. Hier haben wir nochmal ein halbes Herz, perfekt. Das ist die Frage, wo könnte ein Geheimraum sein? Theoretisch hier oben. Aber im Prinzip auch überall sonst. Das heißt, ich werde jetzt nicht anfangen, Bomben zu legen. Stattdessen, ja, ne? Ja, wohl zu Larry, oh Gott. Der ist nicht schön. Der gefällt mir gar nicht, der Larry. Der wird aus seinen Bahnen geworfen. Das ist sehr, sehr unschön. Das Tolle an Larry ist, dass der in seinen komischen Bahnen bleibt. Oder das Einzige, was den halbwegs berechenbar macht. Halbwegs. Aber so kann das sehr, sehr schnell in die Hose gehen. Wobei er tatsächlich auf seiner Bahn erstmal bleibt, ne? Solange er nicht... Solange er nicht gerade die Bahn wechselt, also ne, wenn er gerade irgendwie eine Drehung macht oder so, bleibt er auf seiner Bahn oder geht zumindest wieder zurück oder so. Na gut, wir kriegen ein paar Münzen, die nicht reichen, als dass sich der Shop lohnen würde. Schade eigentlich. Kann ich noch irgendwas Sinnvolles machen? Jo, ich habe noch 1,5 Herzen. Und da ich es nicht allzu eilig habe, werde ich jetzt einfach mal in den komischen mit Stacheln besetzten Raum gehen, also den hier oben, den hier, und gucken, ob ich da vielleicht noch irgendwas kriegen kann, aber nö. Und mit 1,5 Herzen werde ich nicht aus diesem Stockwerk rausgehen, sondern mit vollen Herzen. Wäre ja noch schöner, naja gut, es wären nicht ganz 1,5, es wären 2,5 gewesen, zugegeben, aber so passt das auch. Lieber volles Leben. Lieber volles Leben bei dieser Challenge. Das könnte sonst sehr schnell im Tod enden. Oh, eine Arkade. Da gehe ich erstmal direkt rein. Die Arkade gefällt mir aber so gar nicht eigentlich. Vielleicht später. Vielleicht gefällt sie mir später besser. Vielleicht auch nicht. Die Tränen von den Gegnern ziehe ich nicht mit an, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Das könnte sonst auch sehr schlimm ausgehen. Oh, ich ziehe Kisten an. Das ist natürlich eigentlich ziemlich cool. Ich kann die einfach da so rausziehen. Das wusste ich auch bis gerade noch nicht. Wahrscheinlich hätte ich das letztes Mal oder durch letztes Mal eigentlich wissen müssen, aber naja. Oh, fein. Die nehmen wir mit, wollte ich sagen. Kriegen dann direkt so ein paar komische Stachelfritzen hier vorgesetzt. Gut, aber man kann... Verdammte Mistfliegen.
Stirbt. Man kann sie, man kann gucken, wie sie gehen. Das war das, was ich eben eigentlich sagen wollte. Okay, die dürfen mir auch nicht zu nahe kommen. Da muss ich wieder ein bisschen vorsichtig sein. Ich schieße jetzt gerade tatsächlich einzelne. Einzelne Tränen, weil das dann doch irgendwie ein bisschen, zumindest aktuell noch, ein bisschen sicherer ist. Oh, was haben wir denn da? Abundance. Wenn ich, bei denen weiß ich immer nicht, was sie sind. Keine Ahnung, was das Ding hier tut. Da. Okay, die Mini-Poo-Dinger sind auch echt nicht schön. Nicht in dieser Art und Weise. Sobald die anfangen, ein bisschen zu chargen, sind die echt böse, weil die dann so viel Speed aufnehmen. Da, so wie der da gerade. Und der eine am Anfang. Boah, wir sind schon bei einer kompletten... Oh, shit. Bei einem kompletten Herzen, das wir in der Arkade verspenden können. So rein theoretisch. Was jetzt richtig gut wäre als Item natürlich, wäre ein Doc Fötus oder so. Sodass die Bomben dann einfach die Gegner anziehen. Also, ne, das wäre total krank eigentlich. Wobei ich keine Ahnung habe, wie das mit dem Gravitationsfeld-Dingen funktioniert. Es ist die Frage, was möchte ich hier? Möchte ich... Naja, da komme ich nicht durch, ne? Nicht wirklich jedenfalls. Ich brauche zwei Bomben, um auf eine von den Seiten zu... Da... zu kommen. Was schon? Nee, Moment. Ich folge dem Ding lieber. Wir gehen erstmal zur Arkade zurück und spenden ein bisschen... Leben für Geld. So, eine Münze. Kann ich noch eine Münze? Da hinten ist ja noch eine. Jetzt könnte ich hier noch irgendwas in die Luft sprengen. Wie wäre es mit den beiden? Kaboom. Oh, fein. Das lohnt sich ja richtig hier. Dann kann ich nämlich das Ding auch noch in die Luft jagen. Kaboom. Kommt nochmal Geld raus. Dann kann ich hier noch ein bisschen was reinstopfen. So. Zack. Und nochmal. Geld. Ganz viel Geld. Und dann kann ich das auch noch in die Luft jagen. Oder schauen, ob er es in die Luft jagt, wenn ich ihm ganz viel gebe. Und er da vielleicht eine Trollbombe hinwirft. Oder er gibt mir halt ein Item. Ist auch okay. Strength. Boah. Mit Strength bin ich auch erstmal ganz zufrieden eigentlich. Darf nicht mehr als 15. Ich wollte noch in den Shop. Oh. Guck mal. Gibt's noch ein bisschen was. Flup. Komm, jetzt gib mir was Sinnvolles. Könnt mal gucken, noch was Jera macht. Und ich glaube, ich weiß auch, wo ich das gleich mache. Na los. Du bist blöd, weißt du das? Wie machen wir das? Erstmal hole ich mir jetzt hier gerade die... dieses Ding. Ich werde das Jera in dem Raum da unten benutzen. Und gucken, ob das vielleicht irgendetwas tut, wie Kisten aufschließen oder Steine wegbomben. Beides wäre in Ordnung. Abundance. Oh. The Fudge. Ich meine, okay, gerne. Aber ich wundere mich trotzdem ein bisschen. Ich baue das mal dahin. Bin ich nicht ganz so nah dran. Komme aber auf beide Seiten damit. Das ist schön. Oh, noch mehr. Ist das krank. Es verdoppelt, glaube ich, einfach die Sachen, oder? Alles, was hier so rumliegt, wird quasi verdoppelt dadurch. Und in dem Fall waren es halt die Truhen. Also es hat sich definitiv gelohnt. Ich kann auch noch drei volle Herzen wegverspenden. Eieieiei. Das gefällt mir erstmal ganz gut. Kann ich eigentlich die hier anziehen irgendwie mit dem Zeug? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Oder sieht nicht so aus. Jetzt habe ich natürlich auch nochmal einen Haufen Münzen gekriegt. Also wenn der mir jetzt nicht irgendwas Sinnvolles gleich noch gibt, dann ist sowieso vorbei. Ja, auch das nehme ich erstmal mit. Weiß gerade nicht, ob mich das wieder voll macht. Machst du mich wieder voll? Nein. Okay, aber können das so machen. Zack, zack. Und jetzt reicht es dann aber auch. Das heißt, ich sprenge das Ding in die Luft. Bekomme nochmal zwei Münzen. Und wir haben sogar noch genug, um in den Shop zu gehen. Münzen. Und können uns da unten wieder voll machen. Das ist total perfekt irgendwie. Also das läuft bisher sehr gut, muss man einfach mal so sagen. Aber das kann natürlich auch wieder sehr schnell sich zum
sich ins Negative wandeln, das schaffe ich, ne? Ja, das schaffe ich, immerhin. So, ja, da oben liegt natürlich noch ein Herz. Ich hätte noch eins mehr verspenden können, aber das war mir jetzt dann auch irgendwie zu blöd. So, was haben wir denn da? Die Batterie, die brauche ich im Moment natürlich irgendwie nicht. Bei dem Ding weiß ich gerade gar nicht, was das ist, aber ich werde es trotzdem kaufen. Damage und Challenge Up. Ach ja, oh. Challenge Up ist vielleicht nicht so clever, aber Damage Up ist gut. Jetzt überlege ich, ob ich die Bombe noch nehme. Die Batterie, wenn wir ein tolles Item kriegen sollten, dann lohnt sich das ansonsten nicht. Deswegen werde ich das jetzt lassen. Machen wir nichts. Weil ich das nicht voraussehen kann. Vielleicht kriegen wir hier natürlich noch ein Item. Dann lohnt sich das direkt erstmal. Und ganz ehrlich, für Dinge nehme ich Strength. Ja, weil der solche Sachen macht. Und mir dann voll ins Gesicht fährt. Drecksviech. Ja. Ich möchte ihn einfach nur möglichst schnell töten hier. Au. Au, 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 au. Ich finde ihn nämlich nicht gut. Ich finde ihn überhaupt nicht gut. Stirb, 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 stirb. Danke. Was ist das denn? Placenta, Regeneration und HP ab. HP ab gefällt mir auch schon wieder sehr gut eigentlich. Oh, und das gefällt mir eigentlich auch. Wer weiß, was das so ist. Das gefällt mir nicht so. Das auch nicht. Oh, oh. Ne, ich dachte gerade, es reicht nicht mehr. Das hat aber doch noch gereicht. Also, ne, die Ecke und so. Ich habe natürlich jetzt kein Spacebar-Item gekriegt. Das heißt, ich werde auch nicht die Batterie noch kaufen. Regeneration ist gut. Das finde ich nicht schlecht. HP ab sowieso. Kann ich besser überleben. Schon mal positiv. Wir müssen ja zum Glück auch nicht so weit kommen. Sollte man vielleicht auch mal so dazu sagen. So, wenn ich das nach unten sprenge, komme ich sowohl an die Bombe als auch an die Truhe dran. Auch wenn ich dann noch eine verbraten... Nee, muss ich gar nicht. Guck mal, geht auch so. Das ist ja schön. So, sterbt. Bäh. Ein Glück sind das die... die einfach nur gerade ausschießen. Vielleicht hätte ich erst... Das ist blöd, was du da tust. Ist ein bisschen geschützt, das gefällt mir nicht. Oh, Bomben. Bomben sind gut. So, wir gehen direkt hier rein und gucken mal. Ich habe keine Follower. Das heißt, das bringt nichts. Ich nehme das Ding jetzt mit. Das andere, ist das ein doppelter Trinket-Slot oder ist das ein doppelter Karten-Slot? Ich hab's schon wieder verpeilt. Nee, ein Trinket-Slot wäre ja die Handtasche, ne? Das heißt, das ist ein doppelter Karten-Slot. Nehme ich. Nehme ich. Gibt nämlich auch eine Karte mit dazu. Das ist der Mond. Ja, warum nicht, ne? Ganz ehrlich, den benutzen wir einfach mal. Komm hier hin. Ich dachte mir schon fast, dass das hier wäre. Naja. So, wenn wir jetzt natürlich noch gute Karten finden, dann lohnt sich das richtig. Sonst natürlich eher nicht so, aber... ich hoffe einfach mal, gute Karten finden, warum nicht? Kann man einfach mal, also... so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Dann ist das... ja, dann ist das echt gut. Oh. So. Hätte ich mir aufheben sollen, das Ding gerade. Naja, wir sind zumindest ein Haufen... ein Haufen Geld und dann haben wir noch anderen Kram drin. Und die Herzen sind vor allem auch ganz schön, weil mit den Herzen kann ich bei Bedarf wieder... naja, nicht... hier kann ich ehrlich gesagt nicht damit auffüllen. Aber es sind nicht so schlimme Gegner hier. Damit kann ich erstmal leben, was die tun. Langsam müsste mal wenigstens einer davon drauf gehen. Oh, alle bis auf einen. Auch schön. Das ging auch ganz schön. Nein! Der ist richtig böse. Der gefällt mir so natürlich auch gerade gar nicht. Ja, das jetzt geht's, hoffe ich. Die Viecher sind auch nicht schön. Wobei, die gehen. Der da geht nicht. Der wird nämlich bestimmt auch ultra schnell, wenn ich auf den schieße, während der charged. Aber wir haben einen Haufen Leben noch rumhängen. Das heißt, falls sie noch irgendwas zum Spenden finden oder dergleichen, dann lohnt sich das. Ja, richtig. Okay, es sind solche Fliegen. Nicht bewegen und so. Wobei es natürlich mit dem Nichtbewegen auch so eine Sache ist, ne? Weil wenn ich mich gar nicht bewege und die auf mich zukommen, dann ist das ein Problem. Das heißt, gerade bei Greed-Köpfen könnte ich damit tatsächlich Probleme kriegen hier mit der Combo. Also richtig heftig Probleme. Au! Wie wir alle wissen, bin ich ja nicht so der große Fan von Greed-Köpfen. Und so dann natürlich erst recht nicht. Oh. Hallo.
doofes Viech. Ganz doofes, blödes Gerät. Warum wollte er denn die Bombe gerade nicht einsammeln? Ich wollte schon sagen. Spinn. Stirb. Stirb. Da hinten auch. Oh Gott, oh Gott. Spinnen sind auch nicht schön. So gar nicht schön. Ich wollte gerade sagen, guck mal, da ist ein Greedkopf. Der ist aber nicht so schlimm, weil er eingesperrt ist. Aber nein, er ist nicht eingesperrt. Das Spiel hat mich gehört und mag mich nicht. So, ist davon einer irgendwie grau? Einer von den Steinen? Nein. Dann nicht. Oh, die sind auch nicht schön. Fürchte ich. Die gefallen mir auch nicht. Na gut, okay. Nö, die anderen Dinger lasse ich da liegen. Ich habe noch einen... Piep. Bitte sag mir, dass das mit den Piepern nicht funktioniert. Au. Oh, ich ihn davon jetzt treffen lassen. Er kommt auf mich zu. Das ist doch doof. Also wenn das mit den Piepern natürlich... Oh Gott, ich glaube, ich ziehe die Pieper an. Oh, Schande. Das ist echt, echt dreckig. Vor allem, wenn gleich zwei da sind, ist das nicht gut. Wobei er, aua, nicht wirklich viel Sinnvolles tut, außer in der Gegend rumhüpfen. Das ist ganz gut. Gerade? Oh, shit. Da. Okay, er hat mich fast nochmal getroffen. Und da sind die, shit, die Doppelpieper. Au. Ey, dem Typ auszuweichen, so ist nicht schön, ne? So gar nicht schön. Ich kann mir zum Glück gleich nochmal volles Leben holen. So. Phew. Oh. Damage up. Perfekt. Und wir kriegen unser Leben sowieso einfach nochmal wieder. So, das macht die Tränen sehr groß. Ich hoffe, die werden dadurch nicht auch noch irgendwie anziehender oder so. Das wäre nicht so schön. Haben wir irgendwas vergessen? Nein, ne? Nö. Sieht nicht so aus. Das heißt, auf geht's. Die Hälfte haben wir. Wir haben gerade nochmal... böse Schaden kriegt. So, da oben brauchen wir Bomben und da rechts brauchen wir Schlüssel. Meinst du das mit den Bomben? Bomben und nochmal. Ka-bum. Oh. Hängen Fliegen rum. War strange. So, da könnte jetzt so ein... Das ist ein Leiterraum. Das ist doch schön. Da gibt es immer Items. Also ich glaube wenigstens, da gibt es immer Items. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. What the hell? What the hell? Das Kartendeck ist jetzt natürlich gar nicht so uninteressant. Ne? Hier geht es auch noch außerdem direkt weiter nach unten. Aber es kostet halt ein Heer, egal. Ich habe doppelten Kartenplatz. Das ist eigentlich ziemlich gut jetzt. Two of Clubs. Ja, warum nicht, ne? Nehme ich erstmal so mit. Das mit dem doppelten Kartenplatz kann mir jetzt richtig gut helfen. Weil ich damit möglicherweise so dann... einen Haufen guter Karten komme. Darum brauche ich noch einen Schlüssel für. Oh, noch ein bisschen Geld. Damit lohnt sich auch theoretisch ein Shop noch. In den ich definitiv reinkomme, so. Mit den Schlüsseln. Beziehungsweise der Menge an Schlüsseln. Langsam mache ich dann auch ein bisschen Schaden. Ich würde gerne das Viech da unten zuerst töten, aber ich glaube, das ist ein bisschen schwierig bei... Ah. Mal da. Destruction, guck mal, das ist sogar... Bei dem Ding weiß ich sogar, was es tut. Es macht einfach alle Steine kaputt, zumindest soweit ich das weiß. Tut es das. Das kann natürlich durchaus auch gar nicht schlecht sein. Sollte man vielleicht so dazu sagen. Mal eins von den guten Dingern. Wobei, eigentlich sind die alle gut, diese Runendinger. Aber wenn man halt nicht weiß, was sie tun, sind sie nicht so doll. Ich kann mir jetzt leider nicht merken, was sie tun, weil sie so komische Namen haben. Bei anderen Sachen kann man sich das dann anhand der Namen merken, bei den Karten oder so. Zumindest so halbwegs. Oh, Schande. Oh, Schande sind die komischen Fliegen. Fürchterlich. Oh Gott. Ah. Ah. Geht weg. Drecksdinger. Au. Ja, toll. So haben wir nicht gewettet. Ganz vorsichtig schießen. Seht ihr das schon? Hätte ich gerade nicht so schnell schießen dürfen. Und da weiß ich nicht, der könnte explodieren. Nee, tut er nicht. Also ja, so ein bisschen, aber nicht ganz so schlimm wie erwartet.